Rote Rosenvorschau, 12. Oktober 2020. Während Astrid, Claudia Schmutzler und Alex, Philipp Oliver Baumgarten, voller Vorfreude ihre Sachen packen und sich aufs Wendland freuen, bereiten auch Bruno, Wolfgang Hans und Gitte, Rucke Meyer, ihren Aufbruch vor. Merle, Anja Franke, hat den Vertrag mit Bruno als neue Pächterin unterschrieben und will ein Gewächshaus für eine Cannabis-Plantage bauen. Als sie jedoch keine Genehmigung für den Anbau erhält, weiß sie nicht weiter. Amelie, Lara Isabel Renting, stimmt der gemeinsamen Hotelführung zu und lässt sich auf David, Arne Rudolf, ein. Die Lage gerät jedoch aus den Fugen, als David plötzlich wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet wird. Um sich von der Trennung von Vivian, Anna Menneken, abzulenken, versucht Simon, Tore Lütje, sich derweil als Fitnesstrainer im Dreikönige. Carla, Maria Fox, schafft es, Gunther, Hermann Zölke und Thomas, Gary Hangbauer, zur Vernunft zu bringen und sie endlich zu versöhnen.